Heute sprechen wir darüber, dass du dich bitte nicht durch deine Notenziele kaputt machen lässt. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und so wichtig es mir ist, dass jeder von euch seinen Traumabiturschnitt erreichen kann und so sehr ich euch dabei unterstützen möchte, genauso wichtig ist mir auch ein anderes Thema, was ich jetzt immer wieder auch gehört habe. Eine Person hat mir vor kurzem da sogar auf Instagram geschrieben. Das heißt, vielen Dank nochmal an dich, weil es wirklich eine sehr, sehr ausführliche Nachricht. Und ich möchte heute einfach das unbedingt thematisieren, weil das Thema Druck, Erwartungen, Enttäuschungen, Selbstzweifel, in Extremfällen sogar Selbsthass oder vielleicht sogar Depression durch das Verlangen oder den Wunsch oder das Ziel, bessere Noten zu schreiben, ist einfach eine Sache, die, glaube ich, wesentlich verbreiteter ist, als aktuell thematisiert wird. Und ich sehe mich da in einer ganz, ganz großen, ja, nicht an Verantwortung für jedes einzelne Problem von jedem, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass auch jemand wie ich, der halt oft auch sagt, okay, hey, es macht Sinn, sich Ziele zu setzen, es macht Sinn, Gas zu geben, es macht Sinn, viel aus sich rauszuholen, vielleicht auch immer mal über eine Grenze drüber zu gehen und so weiter, da auch den anderen Pol oder die andere Seite der Medaille einfach mal zu beleuchten und zu sagen, so, hey, klar sollst du was aus deinem Leben machen. Klar sollst du Gas geben. Klar ist es cool, wenn du deine Ziele erreichst. Klar ist es cool, wenn du gute Noten schreibst und dadurch deinen Traumjob machen kannst, alle Möglichkeiten danach offen hast, stolz auf dich bist, was auch immer. Aber quasi nichts davon ist es wert, dass du selbst dich so sehr unter Druck setzt, dass du das Gefühl hast, du bist nichts mehr wert oder dass du dich davon abhängig machst. Und ich glaube, dass dieses Abhängigmachen auf sehr viele Menschen zutrifft. Allgemein, dass wir uns abhängig von Leistung machen, dass wir denken, oh, erst wenn ich 1,5 habe, erst wenn ich eine 1 vorm Komma habe, erst wenn ich 1,3 habe, erst wenn ich 1,0 oder erst wenn ich 0,8 oder auch nur wenn ich das Abi schaffe, dann bin ich was wert oder ich bin mehr wert, wenn ich bessere Noten schreibe. Und das ist vollkommener Schwachsinn. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das aus seinem Kopf rauskriegt, weil ich sehe es so oft, dass so viel Motivation, die in Bezug darauf, um bessere Noten zu schreiben, dass die ganz, ganz viel eigentlich nur aus Angst kommt. Das heißt, es ist nicht so, dass eine Person sagt, oh, ich will aber unbedingt gute Noten schreiben, sondern ich will gute Noten schreiben, weil ich Angst hätte, schlechte Noten zu schreiben, weil ich mich sonst schlecht fühlen würde. Und das ist eine Sache, die ich unbedingt vermeiden möchte, weil bei mir, das ist auch, glaube ich, eine Sache, warum ich grundsätzlich sehr glücklich in meinem Leben bin, ich mache sehr viele Dinge aus Inspiration. Also mir geht es nicht darum, oh, ich muss was machen, weil wenn ich das nicht mache, dann passiert das und das wäre kacke, sondern ich will das machen, weil ich es machen will. Und das wünsche ich mir einfach super krass für euch. Das heißt, bitte seid euch bewusst, dass es definitiv mein Ziel ist, euch zum Traumabiturschnitt zu verhelfen, aber deine mentale Gesundheit ist wichtiger. Okay, deine mentale Gesundheit ist wichtiger. Und mir ist es so wichtig, dass die Person, die sich da angesprochen fühlen, das ernst nehmen. Vor allem nicht nur von mir aus ernst nehmen, sondern vor allem für sich selbst ernst nehmen. Weil ich kann nur dieses Video machen, aber du musst für dich selbst erkennen, okay, was ist zu viel, was halte ich aus, was nicht. Und das hat übrigens auch nichts damit zu tun, wie stark du bist oder sonst irgendwas. Das ist vollkommen nur Bullshit. Das hängt viel mit Erziehung ab, das ist viel mit Dingen, die vielleicht auch schon passiert sind, viel einfach von der DNA auch oder wie du grundsätzlich als Mensch gestrickt bist, welche Art von Charakter, Persönlichkeit du hast. Und nur weil dich manche Dinge mehr mitnehmen, zum Beispiel Druck von Eltern oder wenn die Lehrer stressen oder auch wenn du einfach eine Person bist, die selbst extrem hohe Erwartungen an sich hat und dann einfach darunter leidet, wenn sie diesen nicht gerecht wird, verurteile dich selbst nicht dafür. Verurteile dich selbst nicht dafür. Das Wichtigste, was man, glaube ich, an dieser Stelle tun kann, das ist auch die Lösung, die da, es bringt so unendlich viel, ist, wenn du ernsthaft anfängst, dich zu lieben. Und das übrigens auch für jeden, auch für jemanden, der sagt, ja, ich habe jetzt eigentlich nicht so Druck mit Noten oder sonst irgendwas. Auch du, fang an, dich zu lieben, weil wir denken ganz, ganz oft, oh, ich kann mich ja nur dann anstrengen, wenn ich irgendwie Angst hätte, es nicht zu schaffen. Oder wenn ich das Gefühl habe, ich muss das machen. Oder dieses Muss, ich muss, ich muss. Aber das macht überhaupt keinen Spaß. Sondern versucht mal selbst, euch mehr zu lieben, weil was dadurch resultieren wird, ist erstens, du merkst dann aus deiner Selbstliebe raus, okay,
setze ich mich jetzt gerade einfach nicht an den Schreibtisch, weil ich faul bin und eigentlich könnte ich schon machen? Oder ist es wirklich, weil ich es einfach nicht mehr packe und ich sollte auf mich selbst Rücksicht nehmen? Liebe ist eine krasse Sache, Leute. Liebe ist eine krasse Sache, weil die Liebe weiß eigentlich schon, was richtig ist. Und wenn du anfängst, dich selbst zu lieben, weißt du, okay, sollte ich mich jetzt zurücknehmen und mir eine Pause gönnen? Und dann wirst du dir die Pause auch gönnen, wenn du dich selbst wirklich liebst. Oder erkennst du zum Beispiel auch, und das kann nämlich zum Beispiel auch in Bezug auf Motivation, dann auch wieder Gas zu geben, was vielleicht auch für viele hilfreich ist, die jetzt erstmal das Gefühl haben, oh shit, ich habe so Angst, dass ich nicht gute Noten schreibe, aber wenn ich jetzt, wenn ich diese Angst wegnehme, habe ich dann überhaupt noch Motivation? Und ja, du hast eine Motivation, und zwar eine viel schönere Motivation. Du hast eine Motivation, die sagt, hey, ich bin mir das wert. Und das ist das, was ich für euch alle möchte. Fangt an, euch zu lieben, weil ihr dann jedes Verhalten, was euch nicht gut tut, aufhört und gleichzeitig aber dann auch keine Angst davor haben müsst, dass ihr dann irgendwie nichts mehr auf die Reihe bekommt. Weil im ersten Moment gönnt ihr euch die Pause, die ihr vielleicht braucht, aber dann, je weiter die Selbstliebe geht und du dann im Prinzip nicht mehr diese Probleme mit der Erwartung und dem Druck und so weiter hast, weil du dir selbst diesen Wert gibst, unabhängig von dem, was deine Eltern denken, was die Lehrer sagen oder was für Noten du überhaupt mal selbst schreibst, sondern du bist einfach wertvoll unabhängig von all dem, was außenrum passiert oder was andere denken oder was für Leistungen du erzielst. Und dann, wenn du dich unabhängig davon gemacht hast, ist dir natürlich trotzdem aus Selbstliebe bewusst, natürlich bringst du was, ein gutes Abitur zu haben. Natürlich macht es Sinn, mich in der Schule anzustrengen. Und dann strengst du dich wieder an. Aber du strengst dich nicht mehr an mit einem, oh fuck, aber wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich nichts wert, dann bin ich kacke und dann bin ich Versager und ein Loser. Sondern denkst du dir, nein, ich bin gut so, wie ich bin. Ich liebe mich, wie ich bin wertvoll, unabhängig von all dem. Aber ich weiß trotzdem, dass ein gutes Abitur mir sehr viele Türen in der Welt ermöglichen oder offen halten wird. Und deswegen möchte ich das für mich machen. Du fängst an, für dich zu arbeiten und anstatt eben wie davor die ganze Zeit gegen dich zu arbeiten. Ich hoffe, dass dieses Video euch sehr, sehr viel bringt, gerade an diejenigen, an die es adressiert ist. Und bitte, bitte sprecht auch offen drüber, sucht euch Personen, mit denen ihr darüber reden kann. Ich glaube, das ist super, super entscheidend und ich glaube auch, dass man das dann auch lösen kann. Ja, ich glaube nicht, dass jemand festgefahren ist in seinem Selbstzweifel, Selbsthass, sonst was. Und ich glaube, dass man es lösen kann. Ich glaube, das Wichtigste ist nur, was man tun kann, anzufangen, mit anderen Menschen darüber zu sprechen, sich selbst Gedanken darüber zu machen und lösungsorientiert zu denken und zu schauen, okay, wie schaffe ich es, das irgendwie auch zu überwinden. Ja, das sind meine Worte von mir zu diesem Thema. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo.